Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch Anfang der Woche in meiner Instagram-Story einen Fragsticker reingepackt und habe euch darum gebeten, mir Vorschläge für ein Zeig ein Buch das Video zu machen. Wer mir da also noch nicht folgt, kann das gerne nachholen. Dann könnt ihr nämlich aktiv am Geschehen hier auf dem Kanal mitwirken. Nur so kleiner Tipp am Rande. Ja, ihr habt mir super, super, super viele Fragen gestellt. Einige waren natürlich auch doppelt oder waren so ähnlich. Die habe ich jetzt auch so ähnlich zusammengeschrieben. Ich habe mir von den, ich glaube, es waren um die 40 Fragen, ich habe mir jetzt 20 davon rausgeschrieben, habe hier meine schlauen Notizzettel und werde die jetzt so nach und nach durchgehen. Ich werde jetzt nicht noch groß auf den Inhalt des Buches, dass ich euch in die Höhe halte, eingehen, außer es hat speziell was mit der Frage zu tun und ich muss quasi anhand des Inhalts beantworten, warum ich das Buch genau bei dieser Frage oder bei dieser Aufgabenstellung in die Kamera halte. Also ich werde euch jetzt nicht den Klappentext vorlesen oder sonst was, keine Sorge. Ich gehe davon aus, dass ich das Video in zwei Teile cutten werde und zwar 10 Fragen jetzt heute und 10 Fragen im nächsten Video, weil es wahrscheinlich sonst den Rahmen sprengen würde. Ich habe zwar vor, nicht so viel auf die Bücher einzugehen, sondern nur eine kurze Begründung abzugeben, warum dieses Buch zu welcher Aufgabenstellung auch immer passt. Aber ich kenne mich, ihr kennt mich. Ich komme von Arschbacken auf Kuchenbacken und dann wird das Video länger als gedacht. Und ich möchte euch jetzt nicht in einer Stunde hier, ja, vom Handy oder Laptop oder Notebook oder PC oder von was ihr auch immer zuschaut, euch da dran fesseln. So, genug geredet. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe das hier random aufgeschrieben, so wie die Fragen halt zeitlich reinkamen. Ich würde jetzt aber sagen, so die ersten 5, schätze ich mal, sind so Standardfragen, die bei jedem Zeig ein Video das Video auftauchen und auch immer anders beantwortet werden. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Die werde ich heute im Video mit aufnehmen und noch 5 weitere und die anderen 10 gibt es dann, ja, entweder nächste Woche oder ich mache ja meine Videos im 3-Tage-Rhythmus. Das nächste Video wird vermutlich der Lesemonat sein. Und dann wird das Zeig ein Video, das Video, das übernächste Video sein. Also ja, dann nächste Woche. Frage Nummer 1 wäre, zeig ein Buch, das du aktuell gerade liest. Und diese Frage kommt tatsächlich immer. Wirklich immer. Und da möchte ich euch Melodie der Asche in die Kamera halten. Das habe ich im letzten Video, glaube ich, schon erzählt, dass ich das Buch gerade lese. Genau, in meinem Vlog habe ich das erwähnt, dass ich das gerade lese. Ich bin jetzt ungefähr bei Seite 265, Kapitel 22 und bisher gefällt es mir auch echt gut und mehr werde ich dazu nicht sagen. Das Buch lese ich aktuell gerade. Hat ja schon sehr gut geklappt. Nur ganz kurz über eine Aufgabenstellung reden und weitermachen. Ich hoffe, wir behalten das Tempo bei. Die nächste Aufgabenstellung kommt auch fast immer. Zeige ein Buch, das zuletzt bei dir eingezogen ist. Und das war The Darkest Gold, die Rebellen, der 5. und finale Band der The Darkest Gold Reihe. Ich habe vorhin auch mal kurz reingelesen. Ich werde auf jeden Fall ganz zeitnah damit anfangen, weil ich es nicht abwarten kann, das Buch zu lesen. Und ja, das ist das Letzte, was hier einzog. Aufgabe Nummer 3. Ein Buch, das nicht lange auf deinem Sub liegen wird. Und dieses Buch ist auch einen Tag vor The Darkest Gold hier eingezogen. Also es liegt tatsächlich erst ein paar Tage hier und wird vermutlich auch nicht so lange hier liegen. T.J. Klun ist ja wirklich ein ganz fantastischer Autor und ein einzigartiger Autor, so wie ich es empfinde. The Extraordinaries, die Außergewöhnlichen, ist sein neuestes Buchbaby und hat auch einen wunderschönen Farbschnitt, der diesmal richtig gut zum Buch passt. Das haben wir ja leider nicht immer so. Es ist auch wieder ein Hardcover, das heißt, ich kann es zu Aus Sternen und Staub stellen. Das war ja die ganze Zeit mein einziges Hardcover von ihm und ich bin immer noch total verwirrt, wie ich das Ganze sortieren soll, weil die anderen 3 Bücher von ihm Softcover sind. Ja, ich mag seinen Schreibstil unheimlich gern und
habe schon wirklich viel Gutes von diesem Buch gehört, aus dem amerikanischen. Da ist es ja schon ein bisschen länger erschienen, schon ein paar Wochen länger. Und bin da wirklich sehr gespannt, werde es zeitnah beginnen und dementsprechend wird es nicht lange auf meinem Sub liegen. Die nächsten beiden Fragen kamen beide von der gleichen Maus aus meiner Community. Sie gehören auch irgendwie ein bisschen zusammen, aber ich habe sie jetzt gesondert zu jeweils einer Frage verarbeitet. Nämlich Aufgabe 4 und 5, die hatte ich auch bei irgendeinem Zeigang-Video, das Video schon mal. Zeig ein Buch, das die größte Enttäuschung des Jahres war. Und dann zeig ein Buch, das die größte Überraschung des Jahres war. Also werde ich euch jetzt dazu zwei Bücher in die Kamera halten. Wer meinen letzten Lesemonat gesehen hat, der weiß, dass da ein Buch dabei war, das ich ultra gehypt hatte, das ganz Bookstagram absolut gehypt hatte und das mich und meine Buddy-Read-Partnerinnen leider gar nicht überzeugen konnte. Und zwar war das Godkiller von Hannah Kana oder Hannah Kana, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Ja, ich hatte mir einerseits ein bisschen was anderes erwartet. Ich habe ja gesagt, ich hatte beim Klappentextlesen so ein bisschen Final Fantasy 9 Feeling, so eine gemischte Gruppe. Jeder hat seine eigenen Interessen, seine eigenen Ziele, aber alle müssen zu einem gleichen Ort, um ihre Aufgaben zu erledigen. Und ich dachte, es wird ein bisschen spannender. Das Buch hat super viel zähe Momente und irgendwie super viele Szenen, die nichts zum Geschehen der Geschichte beitragen. Und irgendwie waren wir alle mehr gelangweilt und genervt, als dass das Buch uns unterhalten hat. Deshalb würde ich das jetzt als größte Enttäuschung des Jahres sehen. Es war nicht das schlechteste Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe, aber dadurch, dass ich es so im Vorfeld gehypt hatte, war die Enttäuschung größer. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Bei der vierten Aufgabenstellung und bei der fünften, die größte Überraschung, möchte ich gerne Glimmer in die Kamera halten. Da habt ihr ja im What I Read Next dafür abgestimmt, dass ich das Buch lesen soll. Ich habe es auch gelesen, es hat nicht viel Seiten, also nicht viel Seiten, ich glaube 280 rum, ja, 285 Seiten, das hatte ich innerhalb von 2 Tagen ganz ratzfatz durch. Und lustigerweise hat mir eine Maus aus der Community geschrieben, dass das der zweite Band der Reihe ist. Es ist mir tatsächlich nicht bewusst gewesen. Es ist mir auch nicht aufgefallen beim Lesen, dass mir da irgendwelche Informationen von dem ersten Band gefehlt hätten. Also es geht in beiden um einen Fall für die Primatermittlerin. Und ja, dadurch, dass das in sich abgeschlossene Fälle sind, quasi, hat mich das jetzt irgendwie nicht gestört beim Lesen, beziehungsweise ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen. Es wird am Anfang nochmal dieser Weltenaufbau erklärt und das hat für mich auch völlig ausgereicht, um den weiteren Verlauf der Geschichte zu verstehen. Und normalerweise bin ich ja nicht so ein Crime-Leser, aber es hat mich richtig abgeholt, das Buch, und die Protagonistin feiere ich enorm. Und da merkt man wieder, auch wenn es ein Buch aus einem anderen Genre ist, wenn die Protagonistin oder wenn du dich mit der Protagonistin identifizieren kannst oder sie sympathisch findest oder ihr was abgewinnen kannst, dann macht das schon die halbe Miete. Ja, das war auf jeden Fall eine Überraschung des bisherigen Lesejahres. Gestern war ja der erste richtig warme Tag des Jahres mit hier im Saarland 25 Grad und wir waren auch draußen und haben die Sonne genossen, waren im Zoo und haben wirklich den ganzen Tag draußen verbracht. Und da wundert es mich nicht, dass einer von euch die Frage gestellt hat, zeige mir ein Buch, das perfekt für den Sommer ist. Ich habe mich für eins entschieden, das ich tatsächlich auch für den Herbst hochhalten würde, aber aus einem anderen Grund. Also ich habe mich für Place to Love entschieden von Lee Lucas. Da geht es ja um eine Obstfarm und so Obsternte und sowas, das verbinde ich eigentlich immer so mit dem Herbst. Aber Lily Lucas hat die Story so leicht, locker leicht und fluffig geschrieben. Und fluffig? Das Wort finde ich selbst gerade super dämlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach so eine angenehme, leichte Geschichte ist. Mit natürlich auch ein paar Tiefen. Aber so etwas, was ich direkt mit dem Sommer verbinde, wenn ich jetzt die Augen schließe und mich auf meine Liege im Garten zurückversetze und dann an diese Geschichte denke,
dann sagt etwas in mir, ja, das wäre eine, die du draußen im Garten gelesen hättest. Die Sonne scheint runter und du liegst entspannt da und schaust dir an, was auf der Obstfarm los ist. Ja, deshalb habe ich mich für dieses Buch bei dieser Aufgabenstellung entschieden. Die nächste Aufgabenstellung war, zeige ein Buch, das außerhalb deiner Komfortzone liegt und du trotzdem gemocht hast oder und das du trotzdem gemocht hast. Und da habe ich mich für Madly Deeply entschieden. Ihr wisst, dass ich normalerweise, wie gesagt, kein Crime-Leser bin. Ich hätte auch das andere Buch hochhalten können. Und ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Biografien. Die ein oder andere habe ich natürlich gelesen, weil mich der Charakter oder der Interpret, der Darsteller, der Mensch dahinter interessiert hat, wie zum Beispiel eben jetzt Prinz Charles. Und ich habe hier noch die von Prinz William liegen, oder König Charles mittlerweile, und die von Prinz William hier liegen. Und das hier ist ja quasi auch nicht so eine hundertprozentige Biografie. Es sind nämlich die Tagebücher von Alan Rickman von 1993 bis 2015. Hier sind auch super schöne Bilder von ihm drin und auch so ein paar Illustrationen, wenn ich jetzt gerade auf Anhieb eine finde. 2002. Hier, diese Illustrationen zum Beispiel. Also es ist richtig schön aufgemacht und es sind halt von jedem Tag nur so ein paar Einträge. Also es ist jetzt gar nicht so extrem, sag ich mal, jeden Tag eine Ratterei an Informationen. Manchmal ist es einfach nur ein Satz. Zum Beispiel jetzt hier, ich habe gerade eine perfekte Seite aufgeschlagen. 10. Oktober, was ist es, 2000. Harry Potter startet. Hier steht. Harry Potter startet. Hier. Habe ich gerade eine perfekte Seite gefunden. 8.30 Uhr mit einem Wagen zum MBA für Anprobe um 9 Uhr. Und dann zum Beispiel hier. 13. Oktober, 10.30 Uhr abgeholt zur Maske. Ich könnte Valium brauchen. Kostüm. Oder 12. Oktober, zum Set abgeholt, wo ich in Snape verwandelt werde. Das Endresultat, dünnere Arme, Beine und Taille. Blauere Haare, keine Kontaktlinsen. Aber Snape scheint zu leben. Ja, richtig, richtig witzig. Und ich kann es wirklich jedem Harry Potter-Fan auch nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen, weil es wirklich total interessant ist. Und vor allem, da sind auch seine Gedanken zur Bootshaus-Szene drin. Nur als kleiner Tipp am Rande. Dann die achte Aufgabenstellung. Ein Buch, das dich zu Bookstagram gebracht hat. Ich habe tatsächlich jetzt, ich glaube im April oder Mai, mein 4-jähriges Bookstagram bestehen. Ich muss mal noch mal gucken und runterscrollen, wann mein erster Post war. Aber ich weiß, dass es irgendwann so um April, Mai war. Müsste ich dann noch ein Gewinnspiel vorbereiten. Habt ihr Lust auf ein Gewinnspiel? Bestimmt. Also dann würde es sich auf jeden Fall auch lohnen, mal bei Instagram vorbeizuschauen. Kleiner Tipp am Rande. Ja, ein Buch, das mich zu Bookstagram gebracht hat, war eins, wo ich immer gesagt habe, ich halte das jetzt nicht ständig in die Kamera, weil ich es sonst andauernd zeigen müsste. Und zwar sind das die Schattenjäger. Aber es war leider so. Ich war in einer riesen Leseflaute über Jahre. Und dann kam Covid und dann kam ja, Lockdown. Was machst du jetzt? Oh, du könntest mal was lesen. Ist ja nicht so, dass ich als neue Mama nicht andere Dinge zu tun hatte, weil meine Kleine ja genau in 2020 auf die Welt kam. Also ich habe mit Bookstagram angefangen, kurz bevor die Kleine auf die Welt kam, also so ein paar Wochen vorher tatsächlich. Ich brauchte eine sinnvolle Beschäftigung, um mich von diesem ich werde bald Mama sein, Wahnsinn, abzulenken. Ja, und da kamen die Schattenjäger des Weges und ich habe mich in diese Welt verliebt und ja, deshalb bei dieser Frage, zeig ein Buch, das dich zu Bookstagram geführt hat, kann ich nur sie in die Kamera halten. Auch wenn ich sage, ich will sie jetzt nicht ständig in die Kamera halten, aber es war genau diese Buchreihe. Eure 9. Aufgabenstellung wäre, zeig ein Buch, das absolut hässlich ist, aber das dir vom Inhalt her total gut gefallen hat. Und da musste ich mein Regal mal durchgehen, da kamen einige in Frage und dann habe ich überlegt, welches habe ich euch schon ewig nicht mehr in die Kamera gehalten. Und zwar ist das die Göttlich-Reihe. Viele würden vielleicht sagen, die ist doch gar nicht so hässlich, aber ich mag einfach Menschen auf dem Cover nicht. Es gefällt mir nicht, es gibt mittlerweile auch eine neue Aufmachung, das weiß ich, aber ich habe die alten Bücher, ich muss mal gerade gucken, ob das die erste Auflage ist oder nicht. Ja, erste Auflage von 2012. Also so alt sind die auch schon, so lange habe ich die auch schon.
Und die Reihe hat mir super gut gefallen. Es geht um ein Mädchen, das plötzlich erfährt, dass es eine Göttin ist und dass andere Götter mit ihr die Highschool besuchen. Und ich bin ja sowieso ein Fan von griechischer Mythologie, von daher hat mich das richtig, richtig abgeholt. Und das ist so ein klassischer Fall von innen hui, außen fui. Ich lieb's. Also die Reihe ist wirklich richtig, richtig schön. Und dann kommen wir last but not least zur letzten Frage für dieses Video. Frage Nummer 10 oder Aufgabe Nummer 10. Zeig ein Buch, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Und da habe ich mich für ein Buch von einer Autorin entschieden, die eigentlich genug Aufmerksamkeit hat. Ich meine, wenn jemand Lena Kiefer in den Raum wirft, dann sagt jeder, oh, Ophelia Scale oder Westwell oder gerade aktuell Cold Heart. Aber fast keiner sagt Nights, weil das, glaube ich, die Reihe ist, die die wenigsten mochten, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich war ja 2022 bei ihrer Signierstunde dabei auf der Frankfurter Buchmesse und es hatten tatsächlich alle, also nicht alle, aber ich sag mal zu 80% hatten die Leute Westwell dabei. Die anderen hatten fast alle Ophelia dabei und ich war gefühlt einer der wenigen, zumindest in dem Radius, in dem ich es gesehen habe, die Nights dabei hatte. Und ich habe es mir natürlich auch unterschreiben lassen. Also ja, FBM 22. Und ich mag die Reihe einfach. Ich bin ein Riesenfan von der König Artus Saga und Merlin und Co. Und hier geht es ja um die Nachkommen dieser Ritter der Tafelrunde. Und ja, da ich finde, dass ihre anderen Reihen schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, aber diese hier nicht, würde ich die für das heutige Video auch nennen. Oder für die 10. Aufgabenstellung auch nennen für dieses Video. So, das war eine schwere Geburt, aber damit wären die ersten 10 Fragen abgearbeitet. Ich würde jetzt hier einmal cutten, mich von euch verabschieden und dann drehe ich direkt weiter mit dem zweiten Teil. Ich kann heute nicht reden, I'm so sorry. Ich sage auf jeden Fall für euch für heute Tschüss. Wünsche euch einen wundervollen Tag, genießt das Wetter und habt's fein. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Wie immer packe ich euch natürlich die Bücher in die Infobox. Da gibt es den Link zu Thalia und zu Amazon. Und das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.